Die Hexe Schrumpeldei. Es war einmal eine Hexe Schrumpeldei. Die lebte in einem windschiefen Haus der Schwarzen Petergasse 13 und hatte drei Dinge, auf die sie sehr stolz war. Einen Hexenschuss, der sie oft zwickte und zwackte, einen sprechenden Papagei, der Herr Stumpfenstiel hieß, und eine kleine Hexentochter mit Namen Schrumpelmai. Die kleine Schrumpelmai sah genauso aus wie ihre alte Hexenmama. Ihr Gesicht war schmal wie ein Suppenkasper, das eine Ohr riesig und abstehend wie ein Kohlblatt, das andere winzig und an den Kopf gepresst wie eine Feige. Dazwischen funkelten die Augen wie zwei glühende Kohlen und die spitze Nase ragte wie eine krumme Mohrrübe empor. Um den Kopf aber hingen der kleinen Hexe feuerrote Haare, die bis auf die Schultern herabfielen. Und auch bekleidet war die Schrumpelmai wie die Schrumpeldei, mit einem kunterbunten Morgenrock und viel zu weiten Pantoffeln. Ja, die kleine Schrumpelmai konnte sich wirklich auf jedem Hexentanz sehen lassen. Allein zum großen Kummer der alten Schrumpeldei war ihre Tochter gar keine richtige flinke Hexe. Sie bummelte und gammelte lieber herum. Wenn die Mama sie am Abend ausschickte, um Fliegenpilze zu suchen, spielte sie unterwegs mit den schwarzen Katzen und kam erst um Mitternacht wieder heim. Und wenn sie um Mitternacht eine Hexensuppe kochen sollte, schaute sie zwischendurch in den Mondschein und war beim Morgengrauen noch immer nicht fertig mit der Suppe. So kam es, dass es der alten Schrumpeldei eines Tages zu viel wurde, und sie schimpfte. Potz Hokus und meinem Hexenschuss, Schrumpelmai, kannst du dich nicht einmal beeilen wie der Blitz? Denke dran, Geschwindigkeit ist Hexerei. Ach, warum muss immer alles so geschwind gehen? Langsam finde ich es viel schöner. Oh, haben Sie das gehört, Herr Stumpfenstiel? Wenn sie einmal im Sommer ein Gewitter hexen muss, bummelt sie so lange herum, dass es erst im Winter regnet. Oder wenn sie im Winter Schnee haben will, wird es erst im Sommer schneien. Unerhört! Ja, Potz Hokus und meinem Hexenschuss, damit ist jetzt Schluss, Schrumpelmai. Jetzt schicke ich dich auf die Hexenschule nach Brummelshausen. Vielleicht lernst du dort, dass Geschwindigkeit Hexerei ist. Oh, fein. Das wird ein lustiger Spaziergang. Nein, beim Spazierengehen bleibst du unterwegs wieder an jeder Ecke stehen und kommst nie ans Ziel. So wie neulich, als ich dich dahin schickte, wo der Pfeffer wächst. Deshalb wirst du jetzt auf dem Handfeger fliegen, wie es sich für eine junge Hexe gehört. Und wenn ich runterfalle? Stehst du wieder auf? Also, hol den Feger. Er liegt in der vermoderten Holztruhe. Ja, ich hol ihn schon. Lora! Hier ist der Feger. Steig auf und halte dich gut fest, denn ich spreche jetzt den Hexenflugspruch. Ich bin die Hexe Schrumpeldei und mache meine Hexerei. Potz Hokus Pokus, hi und hu, nach Brummelshausen flieg im Nu. Auf Wiedersehen, Mama Schrumpeldei. Gute Reise, kleine Schrumpelmai.